Ja, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in der 10. Runde. Das bedeutet, bald ist Halbzeit. 22 Rennen sind es ja insgesamt. Wir sind heute in Frankreich. Und nach einem genialen Rennen in Kanada mit Regen, allem drum und dran, Platz 1, Leute, war ein mega gutes Rennen. Hoffe ich, dass wir darauf aufbauen können. Und wir gucken mal schnell in die Ranglisten. Wir konnten einen Platz gut machen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir noch ein paar Punkte sammeln können. Unser Teamkollege ja leider immer noch nicht. Keine Punkte. Ich bin noch am Überlegen, zur Hälfte der Saison einen Wechsel vorzunehmen. Wir versuchen jetzt Geld zu sparen. Wir gucken, wenn ich es nicht vergesse, später mal, wie lange der Vertrag noch geht. Und wir müssen jetzt einen kleinen Augenblick warten, aber wir sehen uns dann trotzdem gleich auf der schnellen Runde wieder. So Leute, und damit auf geht's in die schnelle Runde. Und wie gesagt, ich bin guter Dinge. Ich mag ja auch diese Strecke. Danach geht's nach Österreich. Auch eine meiner Lieblingsstrecken, wie ihr wisst. Hier kann man schön schnell rein. Ah, hier ein bisschen Fehler beim Umsetzen. Und hier gleich wieder Vollgas. Ich hoffe mal, dass wir gut in den Punkten landen werden. Zum Glück kein Problem mit Verkehr. Dafür, dass wir ein bisschen später raus mussten, weil ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Bremsanlage defekt war und absolute Bestzeit im zweiten Sektor. War einigermaßen okay. Im dritten Sektor verliere ich immer ein bisschen Zeit. Ah, heftiger Verbremser. Mal sehen, wo wir landen werden. Aktuell nur Platz 6. Ah, jetzt sogar Platz 10. Obwohl es sehr eng ist. 4 Zehntel bloß Ricardo, Platz 1. Ja, der hat ganz schön Gas gegeben im dritten freien Training. Und wir sehen aber trotzdem absolute Bestzeit im zweiten Sektor. 2 Zehntel. Ah, im dritten. Ja, da verlieren wir eigentlich am meisten Zeit. Mal sehen, ob wir da nochmal ein bisschen Zeit gut machen könnten. Und unser Teamkollege auch nur Platz 16. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So Leute, auf geht's. Wir sind zu früh in 8. Gang geschalten. Oh, wir sehen aktuell Platz 11. Hier können wir bestimmt Zeit gut machen. Ah, eine Zehntel aktuell. Obwohl ich spät gebremst habe, immer noch eine Zehntel, trotzdem absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Zu weit raus. Hat ordentlich Zeit gekostet. Ah, hier konnten wir gut Zeit rausholen, Leute.
Und Platz 11, leider bloß, und hier wird gebohrt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber ist ja nicht so schlimm. Willkommen in Frankreich, einem der großen Meckas des Rennsports. Hier gibt es nicht nur die Tour de France, es wird auch als Geburtsort der ersten Autorennen überhaupt gegen Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet. Seitdem hat sich natürlich so einiges verändert und gleich geht es hier los beim großen Preis von Frankreich. Eine Runde auf Paul Ricard zu meistern bedeutet, dass man über eine Gesamtstrecke von 5,8 Kilometer fährt und 15 Kurven kennenlernen muss. 6 nach links und 9 nach rechts. Die beiden Hälften der langen Mistralgeraden werden von einer harten Bremszone unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Schikane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und P2 geht an Daniel Ricciardo. Der Australier hat heute eine starke Leistung gezeigt. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Verstappen, Lando Norris und Ocon. Sainz, Stroll, Perez und Charles Leclerc. Ein Wagen des neuen Teams, Albon, Sebastian Vettel und Gasly, Kvyat, De Vries, Kevin Magnussen und George Russell, Grosjean, Raikkonen, Giovinazzi und Nicolas Latifi. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das Gute ist, wir haben freie Reifenwahl bzw. frische Reifen auf Platz 11. Dadurch, dass wir nicht in den Top 10 sind, und das bedeutet 6 Runden mit den Softs und dann geht es weiter mit Mediums. Na, wir lassen es so. Vielleicht ändert sich ja noch was vom Sprit her. Lassen wir so. Daniel Ricciardo, ganz starke Leistung. Und dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. So, und damit kann der kurze Preis von Frankreich starten. Hinter uns Albon, der will natürlich auch Punkte sammeln. Oh, die Ampel ging mega schnell aus. Mein Vordermann. Ganz schlechten Start. Bisschen zu weit raus. Oh, da greift er aber auch an. Perez. Ah, haben keinen Windschatten, aber sind schneller. Platz 9, Leute. Mega geiler Start. Den werde ich mir nachher auch nochmal angucken. Weil Perez ist ja erst gar nicht und dann greift er volle Möhre an. Ich muss sagen, die zweite Saison mega gut. Also das Auto, mit dem Auto komme ich immer besser klar. So, Stroll jetzt vor uns. Perez hinter uns im Racing Point Sandwich. Vielleicht mal fragen, was unser Teamkollege macht. Status Teamkollege. We're leading our
teammate by 2.9 seconds. They're on fresh softs. They're in 15th. Time last lap was a 1 minute 44.5. Kann jetzt gar nicht sagen, ob er am Platz gewonnen hat. War ziemlich weit hinten auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall aufschließen, so wie es aussieht. Sind auf jeden Fall im DRS-Fenster. Perez hinter uns auch. Hier habe ich immer so ein bisschen meine Probleme. Aber komm gut raus. Oh, eine kleine Verwarnung haben wir jetzt. Komm nicht ran. Ah, komm, können wir angreifen? Ah, wir lassen's. Hier wird fleißig gebohrt. Die Endgeschwindigkeit reicht einfach nicht. Holen wir das Maximum raus. Jetzt aber. Ah, er ist dran. Ausgehen schon welche in die Box. Ich glaube, wir sind auch. Ja, sechste Runde war's. Genau. Oh, gelbe Flaggen. Oh, jetzt dachte ich, wir dürfen nicht überholen, aber alles gut. Norris aus dem Rennen. Platz 3 aktuell. Aber ich denke mal nicht mehr lange vor uns jetzt Ocon. Ne, der war auch noch nicht in der Box. Davor Bottas. Kein DRS jetzt. So, jetzt geht's an die Box. Wir sind zu schnell rein. Aber ich muss sagen, gute Pace. Gibt auf jeden Fall, hoffe ich, gute Punkte. Vielleicht machen wir jetzt einen guten Boxenstopp. Ich glaube, es war jetzt keiner vor uns weiter drinne. Ja! Konnten einen Platz gut machen und kommen jetzt hinter uns. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Vor uns Sainz, ich weiß gar nicht, wo der vorher war. Verstappen. Ich glaube, die waren alle hinter uns. Aktuell Platz 9, aber ich glaube, es gehen noch welche in die Box. Ich hoffe, es ist zumindest. Aktuell jetzt Perez hinter uns. Ich glaube, der war früher in der Box, hat die frischeren Reifen oder die wärmeren Reifen, nicht die frischeren. Kommt aber nicht ran. Ja, können ein paar Plätze wieder gut machen. Platz 6 aktuell. Also denke ich mal, sollte das so passen, dass. Ah, Mist. Zu weit raus.
Oh, da gab es heftige Berührung. Verlieren auf dem Plätze. Sorry Leute, ich muss mich hier echt stark konzentrieren. So, sind vorbei. An Ocon. Platz 7. Mächtiger Fehler von mir. Wir lassen ziehen, wir haben keine Chance, der pusht so hart. Wir fahren eh schon richtig hart am Limit. Vielleicht können wir an ihm dranbleiben, weil er eine bessere Pace hat als wir. Vielleicht kriegen wir so noch Perez. Aber ach Quatsch, ist er die vorletzte Runde schon. Aber ich glaube, die Folge geht diesmal länger als die letzte, weil sehr viel passiert. So Leute, die letzten Kurven, wir konnten Albon hinter uns lassen, er hatte Stroll noch überholt, 8. Platz, bedeutet das, wenn er uns jetzt nicht noch attackiert, sorry, aber da konnte ich jetzt nichts machen, Platz 8. 3 Punkte, 4 Punkte müsste es geben. Werden wir gleich sehen. Und Fahrer des Tages ist Perez. Ja, und da sehen wir die Sieger. Wohl verdient auch Ricardo, der wirklich ein starkes Wochenende gefahren ist. Und Platz 3 ist Verstappen. Das bedeutet in der WM ein weiterer Ausbau für Bottas und ganz klarer WM-Sieger. WM-Favorit. Ja, und hier sehen wir die restlichen Platzierungen. Sainz, Hamilton, Perez, Ocon, Via, Albon und Stroll. 4 Punkte gibt's, ja, habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Und wir gucken mal, wie sieht's denn jetzt in der Rangliste aus. Wir sind immer noch Platz 5. In der Fahrerwertung, in der Teamwertung immer noch Platz 6, also keine Veränderung. Und wir gucken jetzt mal schnell. Ja. Ah, hier, total durchdrehende Räder. Der Perez. Vielleicht müssten wir kommen, links. Ach, der hat sich hier so ein bisschen vorbeigedrängelt, aber wir sind immer noch links neben Leclerc. Ganz schlechter Start von ihm und da kommt da drin gerauscht. Da hinten. Da sehen wir es. Volle Möhre und wir hier. Lassen da schon viel Platz, aber sind dann doch vorbei. An Leclerc, also richtig gut. Da probieren wir es auch gleich noch. Oh. Ja, und hier jetzt, das gucken wir uns auch noch an. Wie viel Windschatten? Theoretischerweise, ah, schafft er nicht. Er versucht es durch die Mitte. Aber auch keine, oh, Chance, da gab es einen Rempler. Und wir sind vorbei. Ja, Leute, dann sehen wir uns gleich im Hauptquartier wieder. So, und dann gucken wir mal, wir haben leider bloß 2.
zwei Tage frei. Ach, nehmen wir das. Hier Teamaufbau. Wir wollten ja gucken, wie lange der Vertrag noch geht. Oh, 7 Tage nur noch. Also das heißt, wir gucken mal, Fahrermarkt, wir haben 14 Millionen. Müssen wir mal sehen, ob wir uns vielleicht Sainz holen können. Der hat auf jeden Fall an sich eine gute Wertung. Mal gucken. Paar Punkte haben wir auch, weil das Problem ist, unser Kollege holt auch nicht diese Ressourcenpunkte, nicht so viele raus. Und deswegen wäre es schon ganz cool, wenn wir jemanden hätten, der besser ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Oh, okay, hier sind schon zwei am Werk. Mal 1300. 300, 1300 und das müsste eine Arbeit sein. Machen wir na, das hier. Dann gucken wir mal oben, haben wir da noch. Ich glaube, das ist alles relativ teuer. Ne, da können wir nichts weiter ausbauen. Gut. Leute, das soll es auch eigentlich gewesen sein. Ansonsten gerne Like und Abo dalassen und wir sehen uns dann nächste Folge wieder mit dem großen Preis von Österreich. Also Leute, bis dann. Ciao.